Wir alle hier sind ausgebildete Söldner. Also gut. Speichern und reingehen. Schade. Die lassen uns da wirklich nicht rein. Passt mit diesen Flammen auf! Ja, ja. Ich bin für die Gefangenen hier verantwortlich. Du hast eine Knollennase. Nur keine Mätzchen. Ich behalte euch im Auge. Schade. Können hier auf jeden Fall keinen freilassen. Wer sich mit der Silberblutfamilie anlegt, endet genau hier. Gucken wir doch mal, ob wir das aufschließend schaffen, so. Wenn ich euch beim Stehlen erwische, breche ich euch das Genick. Wenn ich euch beim Stehlen erwische, breche ich euch das Genick. Okay. Wenn ich euch beim Stehlen erwische, breche ich euch das Genick. Mann, ich breche dir gleich das Genick. Lass mich durch. Will doch nur gucken. Schlossknacken verbessert. Ganz viele Geldbeutel, Leute. Ganz viele Geldbeutel. Ich bin schon fast geneigt, die hier einfach alle umzubringen. Ich habe hier nichts genommen. Das kannst du mir glauben. Wenn ich euch beim Stehlen erwische, breche ich euch das Genick. Du. In die Sidna-Mine nur für Gefangene. Ich weiß. Nur für Gefangene. La 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 la. Ach ja, ich liebe es, einfach mal Leute zu berauben. Macht doch hin und wieder mal Spaß. So, dann wollen wir doch mal gucken, dass wir das Ganze hier auch mal entdecken, damit wir hier auch mal hinreisen können. Die Stadt sieht natürlich auch extremst cool aus, ne? Ein bisschen Schmuck für eure Reise nach Hause? Vielleicht können wir hier auch irgendwo was verkaufen, gucken wir mal. Gemischtwaren ist immer gut. Der Tod ist stark überbewertet. Ihr habt uns lange genug gemacht. Ich sterbe für mein Volk. Die Abgeschworenen sind hier in der Stadt. Alles zurückbleiben. Die Stadtwache von Markarth hat alles unter Kontrolle. Hier sind keine Abgeschworenen. Was geht denn jetzt hier ab? Seid vorsichtig mit dem Feuer. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Gut, dann gucken wir mal, ob wir auch solche Sachen bei dir verkaufen können. Die hat ja auch nur 700 Gold. Oh Mann, kann hier nicht mal einer sein mit mehr Geld?
Hier, Krankheitsheilung waren wir stehen geblieben. Können wir natürlich nicht alle verkaufen. Ah. Wir können jederzeit wiederkommen, ja, wenn ja. ihr etwas benötigt. Können jederzeit wiederkommen. Emmet, nein. Ich habe gerade die Bücher des letzten Quartals geprüft. Habt ihr diesen Irren gesehen? Ein Agent der Abgeschworenen. Hier in der Stadt. Margaret. Er hat sie getötet. Vor meinen Augen. Wir kümmern uns ab jetzt um alles. Geht weiter. Kanntet ihr sie? Wer war sie? Sie ist eine Reisende aus der Kaiserstadt. Jeden Tag hat sie sich nach Schmuck für ihre Verwandten zu Hause umgesehen. Warum sollte sie jemand töten wollen? Das ergibt keinen Sinn. Für heute sind keine Lieferungen geplant. Hört auf, ihn zu denken. Was geschieht mit dieser Stadt? Hogni Rotarm. Wir kümmern Habt ihr diesen uns ab Irren um gesehen? Ein Agent der Abgeschworenen. Hier in der Stadt. Ja, das hatten wir ja schon. Wer war das? Ich glaube, er hat in der Schmelzhütte gearbeitet. Viele dort sympathisieren mit den Abgeschworenen. Sie versprechen den Leuten, alle Nord zu vernichten, die Reach beherrschen. Nichts als Mörder und Saboteure. Ja, schön. Das hat mir den ganzen Tag ruiniert. Wir kümmern uns ab jetzt um alles. Geht weiter. Dieser Mann brüllte irgendetwas über die Abgeschworenen. Ich sagte doch, geht weiter. Diese Abgeschworenen sind nur ein Haufen Wahnsinniger. Wir haben alles unter Kontrolle. Haltet euch da raus. Okay. Mhm. Dann halten wir uns doch einfach da raus. Ihr Götter, eine Frau angegriffen mitten auf der Straße. Ist bei euch alles in Ordnung? Habt ihr gesehen, was geschehen ist? Naja. Nehmen wir denn da? Ich war dort, er hat mich fast umgebracht. Es tut mir so leid. Ich hoffe, die Acht geben euch in Zukunft mehr Frieden. Oh, ich glaube, das habt ihr verloren. Eine Art Notiz. Sieht wichtig aus. Wisst ihr etwas über den Angriff? Nein. Ich habe nur etwas frische Luft geschnappt. Hatte ein Mäh zu viel im Gasthaus Silberblut. Gehört dieser Zettel euch? Was soll das bedeuten? Mein Zettel? Nein, das ist eurer. Er muss euch aus der Tasche gefallen sein. Okay. Bis zum nächsten Mal. Das soll bestimmt eine geheime Botschaft sein. Guck mal doch direkt mal nach. Trefft mich beim Schrein von Talos. Ah ja, die Schatzkarte. Hatten wir ja auch noch. Aber die brauchen wir ja auch nicht mehr. Materialliste, Kopfgeld. Was war das nochmal? Ach ja, genau. Okay. Ja, ich weiß jetzt nicht. Jetzt sind wir hier in einer ganz anderen Stadt. Ich wollte ja eigentlich keine Quests machen. Und das klingt mir nach einer langen Quest. Wie machen wir das denn jetzt? Ich glaube, das können wir auch noch später machen. Und dann gehen wir am besten einfach mal. Ja. Nach Orotheim. Und reisen nach Rorikstedt. Stadt, wie auch immer. So.
ist das denn? Achso. So eine dämliche Schlammkrabbe. Oha. Was geht denn da oben ab? Hey. Aber der Drache kämpft gegen Feinde, da müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Ich glaube, da gehen wir mal hin, weil ich will den Drachen tot sehen. Und solange der gegen die anderen kämpft, ich dachte gerade schon, jetzt kommt er zu uns. Der kämpft gegen Mammuts? Ach, gegen Banditen. Hallo? Kämpft doch gegen die Mammuts. Aber warum haben wir jetzt nicht die Seele in uns aufnehmen können? Doch, haben wir. Aha. Ich habe hier gerade irgendwie Angst. Moment, nein. Jetzt drücke ich mal die falschen Tasten. Mach mal. Ach Mann. Gott. Hey, kommt so ein Bandit wieder. Oh. Nehmen wir uns doch einfach mal die Heilung. Du weißt schon, dass du nervst, oder? Okay. Ich will jetzt so einen Mammut legen. Komm schon. Ha! Steckst du fest, hä? Was ist los?